Und weiter geht's mit den Topspots hier am Windenbach. Das sieht auch schon prädestiniert aus für eine Stelle, an der man gerne angeln möchte. Zack, also raus mit den Ruten. Verschiedene Köder testen. Vorsichtig, dass man nicht zu nah oder direkt ins Holz wirft, damit da nichts hängen bleibt. Und dann testen wir hier auch an der Stelle verschiedene Köder. Vorteil an dieser Stelle hier auch mit dieser Struktur, also mit diesem Baum im Wasser. Hier sammeln sich vielleicht noch mal ein bisschen andere Fische. Das heißt, vielleicht nicht nur die ganz kleinen, sowas wie Gründlinge oder wie Lauben oder die Kaulbarsche in der Nacht, sondern hier haben wir vielleicht auch mal die etwas größeren Döbel, Aaland und Co. dran. Gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Eine kleine Brasse auf Mistwurm. Also, es geht auch schon direkt ganz gut los. Ich werfe halt jetzt hier gerade schön vor das Holz. Man kann es natürlich auch von der anderen Seite hier probieren und dann so knapp dahinter werfen. Auch das geht. Also, von der Idee her, hier an der Stelle kann man es immer gerne versuchen, wie gesagt, auf Aaland oder auf Döbel. Die beiden Kandidaten fressen gerne mal ein bisschen was anderes, also nicht unbedingt nur Würmer, sondern da kann man eben auch mal mit größeren Insekten dran gehen. Zum Beispiel Grashüpfer hier auf einem 12er Haken, auf einem 6er Haken, wenn es da funktioniert, direkt schon mal ein bisschen größer gehen. Und wenn das immer noch gut funktioniert, immer noch eine gute Frequenz da ist, vielleicht auch mal einen 4er Haken verwenden, dass man dann die Chance hat auf die richtig großen Döbel. Döbel bringt hier an dem Gewässer richtig viel, bringt auch richtig gut Silber. Ich zeige in einem anderen Tutorial nochmal einen weiteren Spot, wo man eben nicht nur kleine Fische fängt, sondern auch die Chance hat auf Döbel. Das hier, wie gesagt, wäre eine Möglichkeit. Ich zeige das mal eben auf der Map. Wir sind hier quasi fast am Ende des Gewässers. Hier ist dann irgendwann zu. Das heißt, hier in diesem Bereich, in diesem etwas tieferen Bereich, kann man es eben richtig gut probieren. Verschiedenste Köder einfach auswerfen. Wie gesagt, verschiedene Würmer kann man hier natürlich gut testen. Fliegen, also verschiedene Insekten, Grashüpfer und Maikäfer funktionieren ganz gut. Da natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass man ein vernünftiges Setup hat, was vielleicht so um die 4-5 Kilo an Tragfähigkeit hat, damit man da auch ein bisschen mehr aushält. Ja, gehen wir nochmal genau auf Setup ein. Heißt also, wir haben jetzt hier gerade ein Setup, was relativ fein zusammengebaut ist mit 4,4 Kilo Tragfähigkeit. In dem Fall hier jetzt ein 18er Haken mit Mistwurm. Und da zuppelt auch schon. Da ist auch schon wieder was dran. Bremse natürlich immer passend einstellen. Wenn wir jetzt hier immer wieder die Brassen kriegen und sie nicht haben wollen, müssen wir natürlich den Köder wechseln. Das heißt, wir können auch hier mal einen Caster verwenden. Vielleicht geht ja auch noch ein Aaland dran. Zack, einfach so locker ausgeworfen, ohne einen Clip zu verwenden. So aus dem Handgelenk. Köcherfliegenlarve, jawohl. Auch immer wieder ein richtig guter Köder. Für den Windenbach lohnt sich immer wieder. Und was sich auch lohnt, ist die Zuckmückenlarve. Das verlinke ich nochmal, da gibt es nämlich ein Video zu, wo ich komplett auf Zuckmückenlarve geangelt habe. Lohnt sich absolut. Günstiger Köder, übelst gute Frequenz. Genau, und ansonsten hier, wie gesagt, mit den Grashüpfern testen. Auch natürlich tags und nachts testen, denn an den Spots gibt es immer zu den verschiedenen Zeiten auch verschiedene Frequenz. Am Tag und in der Nacht. Manche Fische sind eher tagaktiv, manche sind eher nachtaktiv. Dementsprechend muss man auch das natürlich hier berücksichtigen und an den Gewässern und an den verschiedenen Spots dann unterschiedliche Köder testen. Zack, da mal was dran. Wahrscheinlich eine Muschel. Na, hier. Da ist sie. Abgehauen. Die Flussmuschel rennt hier auf einmal los. Auch wieder auf dem auf der Köcherfliege. Sehr schön, ey. Ja, so viel zu dem Spot hier ganz am Ende oder fast am Ende. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Spots hier an dem Gewässer. Aber wie gesagt, ich zeige jetzt hier in der Serie erstmal so die Top 5. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.